Ihr habt sicher schon oft in den Wettervorhersagen von einer Luftmassengrenze gehört. Doch was genau ist eine Luftmassengrenze und wieso kann diese gefährlich werden? Das erfahrt ihr in diesem Video. Eine Luftmassengrenze oder eine Front ist ein Übergangsbereich, in dem zwei Luftmassen unterschiedlicher Temperatur oder Feuchte aufeinandertreffen. Luftmassengrenzen können eine Breite von 20 bis 200 Kilometern haben. Und üblicherweise sind Fronten mit typischen Wettererscheinungen verbunden. Dabei unterscheidet man zwischen einer Warmfront und einer Kaltfront. Verdrängt nämlich die warme Luft die kalte, so spricht man von einer Warmfront. Und diese ist häufig mit Regen verbunden. Wenn aber kalte Luft die warme Luft verdrängt, dann spricht man von einer Kaltfront. Und dann kann es nach den Schauern und Gewittern schnell auflockern oder aufklaren. Die Warmfront ist also eine Luftmassengrenze, hinter der wärmere Luft folgt. An einer Warmfront gleitet wärmere Luft auf die Vorderseiten Kaltluft auf. Verbunden damit ist eine typische Aufgleitbewölkung, die sich mit kräftigen, zum Teil länger andauernden Niederschlägen bemerkbar macht. Nach einer Warmfrontpassage steigen die Temperaturen nur noch wenig an. Die Niederschläge lassen nach, die Bewölkung lockert auf, die Sichten bleiben jedoch mäßig bis schlecht. Die Kaltfront ist eine Luftmassengrenze, der im Allgemeinen eine Abkühlung folgt. Dabei schiebt sich kalte Luft keilförmig unter die wärmere Luftmasse. Im Bereich der Kaltfront kommt es im Sommer häufig zu einer kräftigen Labellisierung. Starke Quellbewölkung, einsetzende Schauer mit Gewittern und teilweise heftige Böen deuten auf eine Kaltfrontpassage hin. Wenn so eine Luftmassengrenze sich nicht mehr bewegt, also wenn Warmluft und Kaltluft gleich stark sind, dann kann es eben an einer Stelle auch über längere Zeit, teilweise über Tage, sehr viel regnen. Es kann also zu Überflutungen kommen oder im Winter eben auch zu sehr ergiebigen Schneefällen, zum Teil auf der warmen Seite der Luftmassengrenze auch zu gefährlichem Eisregen.